Ja, und wir sind jetzt wieder da mit unserer nächsten Aufnahme. Und ich habe Max soeben den Link geschickt und er Welcher wird jetzt euch oben dann. im Video eingeblendet ist, soll erstmal spontan dieses Skype-Fenster sich öffnen. Ja. Mann! Und wir werden jetzt sehen, ob Max oder ich den das Kapitel Verdammte Hurensöhne Ich kann vorträgt. das jetzt nicht vorlesen, weil ich hier an meinem MacBook sitze und keinen zweiten Monitor zur Verfügung habe. Ach so, ja, stimmt. Gut. Dann machen wir jetzt erstmal weiter mit der Aufnahme. Die Blockauswahl ist zu Ende, das heißt, es geht jetzt los. Wir spielen die Arena der Turm. Und ich lese dann gleich Was weiter. bin ich? Ich bin eine Offen. Was macht ein Offen da? Ich bin eine Kiste. Eine Kiste. 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 So, jetzt bin ich ein solider Block. Wie gehe ich bitte? So, gut. Wo geht man Jetzt. am besten hin, um sich als Ofen zu tarnen? Zu den Öfen, ne? So. Jetzt lesen wir weiter bei Verdammte Hurensöhne. Totenstille herrscht in dem Zockerzimmer, die nur von dem Klackern der Maustasten durchbohren wird. So unheimlich still ist es auch zumeist. So schnell kann sich die Stimmung auch ändern. Zum Beispiel, wenn einer stirbt. Die drei spielen gerade den neuesten Teil des kommunistischen Nazi-Shooters Call of Duty, in dem man Jagd auf Juden macht. Maxim hat einen im Visier, doch er läuft davon. Der Flüchtling schlägt Haken wie ein Hase, doch die Nagelgranaten, die Maxim hinter ihm herwirft, treffen ihn nicht. Da passiert es. Maxim wechselt gerade von seiner Granate zu seinem Stubengewehr, Typ Glock 18. Da trifft ihn plötzlich ein Schuss. Und noch einer, und noch einer, und noch einer. Die Sicht auf Maxims Bildschirm verschwimmt. Eine rote Blutlache läuft über das imaginäre Sichtfeld. Maxim ist tot. Sofort steht er auf, reißt sich seine Kopfhörer vom Kopf und schlägt wie ein Geistesgestörter um sich. Scheiß Juden, schreit er. Verdammte Hurensöhne. Ab in die Gaskammer mit euch. Sascha und Tobias lässt Maxims Wutausbruch völlig kalt. Sie starren bloß weiter wie gebannt auf ihre Bildschirme und klicken wie Wahnsinnige auf ihren Joysticks herum. Nichts, was sie schon hunderte Male gesehen haben. Vom Soldat zur Killermaschine. Psychotische Anfälle sind unter Killerspielen keine Seltenheit, erklärt Dr. Ulrich Pimmel von der Technischen Universität Braunberg die Szene im Nachhinein. Es gilt in wissenschaftlichen Kreisen längst bewiesen, dass gewaltverherrlichende Computerspiele Auswirkungen auf das Aggressionsverhalten haben. Während die meisten Psychogamer wie Maxim verbal die Beherrschung verlieren, kann eine Ballernacht aber auch bis zur Bluttat führen. Wie gefährlich Killerspiele für die Psyche sind, wissen wir spätestens seit dem Amoklauf von Erfurt 2003. So. Erstens war das 2002. Zweitens, er hat vorher keine Killerspiele gespielt, da gab es auch nichts Reales, was man das spielen hätte können. Mein Gut. 2002, stell dir das doch mal vor. Ein Wissen, das sich auch das US-Militär zunutze macht. Seit mehreren Jahren schon setzt die US Army auf Ballerspiele, um das Aggressionspotenzial ihrer Soldaten zu erhöhen. In einer riesigen Lagerhalle im Bundesstaat Chicago stehen reihenweise Computer- und Spielekonsolen wie die PlayStation 360, die aus den noch unerfahrenen Rekruten kriegsfähige Killermaschinen machen. PlayStation 360, Ja, ah. das steht hier wirklich. Fusionierung aus Xbox und PlayStation. Ja, 0:34 Uhr. Die Metzelorgie in Saschas Zimmer hat mittlerweile ihren Höhepunkt erreicht. Wie im Traum sitzen Sascha, Maxim und Tobias vor ihren Rechnern. Die WLAN-Kabel glühen. Über die Monitore flimmern abwechselnd Bilder von abgetrennten Körperteilen und Eingeweiden. Um auch über Was die ist das? natürliche Erschöpfungsszene hinaus weiter zu zocken zu können, setzt das Terror-Trio auf Aufputschmittel wie Paracetamol oder Haschisch. Das hält nicht nur Das wach, sagten Sie bereits. sondern betäubt auch den Hunger, für den in dem Metzelwahn sowieso keine Zeit bleibt. Und wenn sie zur Toilette müssen, wertlos zeigt Sascha mit einem Kasten auf einen Kasten leerer Mehrwegflaschen, die von
von denen einige bis zur Hälfte mit einer leicht gelben Flüssigkeit gefüllt sind. So, ich muss jetzt mal kurz runterscrollen. Ah, ich falle. Ich hab mich selbst um. Stimmung am Boden. Die Stimmung ist am Boden. Als die Auswirkung der Psychotrogen gegen Sonnenaufgang allmählich nachlässt, fangen die Dauerzocker an, gegen ihre Müdigkeit zu kämpfen. Dunkle, breite Ringe unter den Augen, die Lippen wegen dem Flüssigkeitsmangel ganz ausgetrocknet. Kein Grund für Maxim, Sascha und Tobias mit dem Zocken aufzuhören. Erst um 16 Uhr kommt der Erste wieder in die Realität zurück. Sascha reibt sich erschöpft die Augen und zieht noch eine Linie haschig. Doch sämtliche Energiereserven sind ausgebraucht. Danach stehen Maxim und Tobias allmählich auf. Wortlos fahren sie ihre Monitore herunter und ziehen ihre WLAN-Kabel aus dem Rechner. Die Killer-Orgie ist vorbei. Die Stimmung ist am Boden. Niemand sagt ein Wort. Maxim und Tobias gegen 11 Uhr schließlich wieder in der Haustür stehen. Verabschieden sie sich voneinander mit einem laschen Händedruck. Keine Emotion regt sich in ihren Gesichtern. In ihren Augen nichts als Leere. Morgen geht es wieder zur Schule. Mathe, Maxims Hassfach. Statt Algebra wird ihm dann nur noch eine Zahl durch den Kopf gehen. Die Anzahl der Tage bis zur nächsten LAN-Party in einem Monat. So, wieder halt 2. Ja. Hallo, ich bin in halt 2. Mann. Was so. Spielen wir? So, wir spielen jetzt nichts, weil die erste Runde ist jetzt schon wieder vorbei. Das heißt. Nein, wir spielen mehrere Runden, also. Ah, okay, aber mein Beitrag ist vorbei. Ach so. Ne? Also, was spielen wir? Nehmen wir die Dark Mansion, bitte. Ja, okay. Dark Mansion. Gut, während wir hier rumstehen, kann ich ja mal gucken, ob es hier noch einen anderen schönen. Homo-Vorsorge. So erkennen sie, ob ihr Sohn schwul ist. Ja, das kannst du mal vor. Oder Homo-Forscher Dr. Ulrich Brahms im Interview. Auf der Spur des Homo-Gens. Ja, mach mal lieber das mit den. So erkennen sie, ob ihr Sohn schwul ist? Ja. Okay. Das würde mich mal interessieren. Wobei, das kommt bestimmt mir so lustig wie mit den Killer-PCs. Also, Homo-Vorsorge. So erkennen sie, ob ihr Sohn schwul ist. So, ich bin ein Kürbis. Scheiße, ich bin ein Kürbis. Ich bin eine Kiste. Ich stelle mich, glaube ich, mal zu den Kürbissen. Würde ich mal sagen, ne? Ich stelle mich mal zu den Kisten. So erkennen sie, ob ihr Sohn schwul ist. Wer einmal im Homo-Sumpf steckt, kommt nur selten wieder heraus. Umso wichtiger ist es, die Anzeichen einer drohenden Homosexualität frühzeitig zu erkennen, um den Ausbruch des Gay-Gens zu verhindern. Der Homo-Forscher Dr. Pfanne erklärt die häufigsten Symptome der Homosexualität und sagt, was sie dagegen tun können. So. Das Drama begann, da war die Welt noch von Rudolf Pfanne noch in Ordnung. Der Familienurlaub mit seinem 17-jährigen Sohn Sebastian und seiner Frau Martina stand kurz bevor. 2 Wochen Bremerhaven und im Labor rechnete der 52-jährige Biologe jederzeit mit einer Beförderung, nachdem er vor kurzem im Spind eines Mitarbeiters ein Erotikheft gefunden und es dem Chef gemeldet hatte. Doch das Familienglück sollte nicht ewig währen. Als Dr. Pfanne eines Tages früher von der Arbeit nach Hause kam als gewöhnlich, merkte er schon beim Reingehen, dass irgendetwas nicht stimmte. Er war still in dem kleinen Mehrfamilienhaus im nordrhein-westfälischen Braunschweig. Nur aus dem Zimmer seines Sohnes drangen leise Geräusche. Er stellte die Tasche ab und ging zu seinem Sohn, um ihm Hallo zu sagen. Was er sah, als er die Zimmertür öffnete, beschreibt Pfanne heute als das schockierendste Bild meines Lebens. Sein Sohn, vollkommen nackt auf dem Fußboden, sein Genital in der Hand, während es auf dem Monitor seines Computers 2 Männer trieben, wie die Tiere. Es gab kein... Ich hätte den Bericht etwas anderes... Ich hätte ja den
diesen Bericht nicht als Fanfiction angesehen, sondern eher als was sehr Lustiges, aber gut, das ist ein bisschen... Homosexualität ist heilbar. So etwas prägt. Darum brach er daraufhin seine Studie zum saisonalen Paarungsverhalten der diebischen Zwergameise ab, um sich ganz der Forschung der Homosexualität zu widmen. Damit kein Elternteil mehr das durchmachen muss, was ich heute durchgemacht habe, wie er sagt. Heute ist Dr. Pfanne einer von Deutschlands führenden Homo-Forschern und Autor zahlreicher Fachliteratur zu dem Thema. Und er sagt, Homosexualität lässt sich verhindern. Wie jede andere Krankheit gibt es auch bei der Homosexualität Symptome, die einen drohenden Ausbruch ankündigen. Diese rechtzeitig zu erkennen, so der schwulen Experte, sei der Schlüssel zum Erfolg im Kampf gegen das Gay-Gehen. Während es im früheren Studium der Homosexualität noch die Psyche ist, die verrückt spielt, verlagert sich die Krankheit zunehmend auf den Körper. Schüttelfrost, Hautausschläge und die in der Fachwelt Homopocken bekannte Beulen im Genitalbereich. Am besten ist es, gar nicht erst zu weit kommen zu lassen, rät Dr. Pfanne. Deshalb ist es wichtig, den Zugang zu Medien streng zu kontrollieren, denn Filme, Musik und vor allen Dingen Computerspiele sind bekannt für ihre meist unzensiert zur Schau gestellte Sexualität, regen mit ihren Perverso-Plots die Fantasie der Kinder an. Manche Spiele verfügen sogar über einen geheimen Pornomodus, in dem die Spielfiguren völlig nackt durch die Ballerwelten laufen. Neue Filme oder Spiele sollten darum immer erst von beiden Elternteilen begutachtet und gegebenenfalls im Sondermüll entsorgt werden, sollte der Inhalt zu anstößig sein. Was ist das? Ja, und ich bin jetzt der einzigste Sieger, der sich noch versteckt. So. Aber auch aus einem anderen Grund stellen Killerspiele mit die höchste Gefahr für eine aufgeklärte Schwulenprävention dar. Es gibt Studien, die einen Zusammenhang zwischen ausgeprägter Homosexualität und gewaltverherrlichten Computerspielen gezeigt haben, so Dr. Pfanne. Kein Wunder, wenn es in Spielen wie dem Killer-Klassiker GTA extra Punkte für Gewaltigungen von Passanten gibt, egal ob an männlichen oder weiblichen. Die erste konkrete homosexuelle Erfahrung, so der renommierte Homologe, findet fast immer im Kinderzimmer statt. Krabbeln, Küssen und gegenseitiges Masturbieren seien dabei nur eine der Perverso-Praktiken, mit denen die Homobrut ihre ersten homosexuellen Erfahrungen macht. Auch wenn es dabei nur selten zum Verkehr kommt, so seien Situationen wie diese dennoch Schlüsselszenen. Wer hier nicht einschreitet, so Dr. Pfanne, hat seinen Sohn jetzt schon im Homosumpf verloren. Ein Rat, der für viele Väter in Deutschland leider zu spät kommt. Als sich Eltern im Netzleser Armin Henkel im November 2010 mit einem schockierenden Hilferuf an unser Ressort Eltern fragen Eltern wandte, war das Schlimmste schon passiert. Sein damals 20-jähriger Sohn, der bis dahin völlig normal schien, trieb es am Ende seiner Geburtstagsparty mit seinem schwulen Freund. Henkel erwischte die beiden in flagranti und reagierte sofort. Kommen Sie heiz. Er jagte den Homo-Freund mit einem Gürtel nackt auf die Straße, doch es war bereits zu spät. Dieses war der erste Teil und der zweite folgt nachher. Wenn ich mich nicht versteckt habe. Ich sag mal... Schwimmbad. Ja, okay. Schwimmbad war doch aber so verbuggt. Aber es ist lustig. Ja, okay. Ja, und gleich lese ich vor Neuland für die Wissenschaft. Was denn? Internet? Nein. Homosexualität. Ach so. So. Das ist ja wie Internet von Frau Merkel. Tja. Okay, währenddessen, hier wir das starten, gucke ich mal, ob es hier was Neues auf meinem Handy gibt. Da gibt es nicht. Nur mal gucken, ob jemand was auf Instagram getwittert hat.
Weißt du, ich kann mir hier total lustige Folgennamen einfallen lassen, was wir hier von Zeug reden. Und ich habe immer noch keine Idee, was ich von dem ganzen Blödsinn nehme. Ja, das ist doch schön, wenn du so kreativ bist. Aber das Lustige ist immer, ich kann lustige Thumbnails machen. Ja, das kannst du. Das kannst du. Hallo, ich packe schon wieder am Seekom Heidern rum. Hier kannst du dich nicht tarnen. Hallo, ich bin ein Schwamm. Ich bin ein solider Block. Ich bin ein Schwamm. Wo sind denn die Schwämme? Achtung, der Seekom ist unterwegs. Ich hab mich noch am Arsch. Ich bin ein Schwamm. Hilfe, ich bin ein Schwamm. Hallo, ich bin ein Schwamm. Ich bin Eisenstäbe. Du bist Eisenstäbe. Hallo, Eisenstäbe, ich bin Schwamm. So, ich stelle mich jetzt wieder zum anderen Schwamm. So. Hier ist ein Little Green Nom unterwegs. So, also, Neuland für die Wissenschaft. Damit es gar nicht so weit kommt. So, Dr. Panne. Empfiehlt es sich, regelmäßig das Tagebuch des Sohnes zu kontrollieren. Dies sei der Ort, an dem Heranwachsende am ehrlichsten mit sich selbst sind. Machen Sie Kopien der einzelnen Seiten, damit Sie es später etwas gegen Ihren Homo-Sohn in der Hand haben. Trotz der investierenden Forschung ist die Homosexualität aber immer noch Neuland für die Wissenschaftler. Ein Grund dafür ist die gesellschaftliche Akzeptanz. Die Love-Parade, der Christopher Street Day und andere Homo-Veranstaltungen würden laut Dr. Pfanne die Homosexualität nur verharmlosen. Es wird der Eindruck erweckt, Homosexualität sei das Normalste der Welt, so Dr. Pfanne. Wie gravierend die Folgen tatsächlich sein können, wissen leider nur die wenigsten. Deshalb fordert Dr. Pfanne von der Politik, sich ernsthaft um das Thema Homosexualität zu kümmern. Ein extra Unterrichtsfach, das über die Gefahren des Homogens aufklärt. Doch bislang ließen sich die zuständigen Behörden die Forderung unbeantwortet. Wahrscheinlich, weil sie selbst Homos sind, vermutet Dr. Pfanne. Ich gehe mal in die Frauentoilette, da kann man sich gut verstecken. Ist das Fach Homologie auf dem Stundenplan tatsächlich auf dem Stundenplan steht, sie widmet sich Dr. Pfanne ganz seinem Fachgebiet. Sein Traum? Eine Anti-Homo-Pille, die Gay-Viren bekämpft und aus seinem homosexuellen Sohn wieder einen normalen Menschen macht. Eine medizinische Revolution. Denn das hieße vor allem eines. Homosexualität ist heilbar. Gott, ey, jetzt fühle ich mich voll gekrackt, ey. Ah, das ist heilbar. Das ist heilbar. Gayitis und PlayStation 360. Ja, das ist www.eltern-im-netz.de. Schaut auf jeden Fall mal vorbei und belustigt euch. Oh mein Gott, ein wildes Plätzchenhacker. Please don't kill me. Wo bist denn du? In der Frauenumkleide. Du bist Eisenstäbe, ne? Wie kommst du auf das schmale Brett? Dusche Männer, Dusche Frauen. Bist du da drin? Umkleide Frauen. Ah! Aber in der Frauenumkleide ist doch gar keiner. Ich bin auch bei Eisenstäben, du Dummerchen. Ach, du bist bei Eisenstäben? Ja. Wahrscheinlich bei Treppengeländern. Oh, du bist bei Treppen. Ah, jetzt weiß ich, wo du bist. Da irgendwo, ja, ne? Ich könnte überall da sein, wo Eisenstäbe sind. Aber noch sehe ich dich nicht.
du mich jetzt? Nein. Ich sehe nur deinen Namen, ganz klein. Ganz klein. Aber in der Frauenumkleide bist du noch. Nein, ich bin schon längst draußen. Ich bin bei Treppengeländer. Ha. Ach, guck mal, ich habe ein Klo gefunden. Das ist ja geil. Blumsklo. Sogar ein Pissoir. I just want you. Du bist übrigens gerade an mir vorbeigelaufen, ne? Hä? Ich war auf der Damen-Toilette. In der linken Toilette war ich drin. Ich bin ein netter Mensch, ne? So, wir gehen jetzt in Halt 1 oder in Halt 2 wieder? Gehen wir mal Halt 1. Okay. Darf ich hier mal cutten? Ja, darf ich. Ja, darfst du. Also, Wiedersehen, liebe Freunde der guten Unterhaltung. Es war sehr schön mit euch. Wir werden jetzt nun leider gehen oder weiterspielen und dann die nächste Folge irgendwann später hochladen. Nun gut, meine lieben Freunde, macht's gut und werdet nicht schwul. Wenn nicht, gibt's ja die Anti-Homo-Pille. Auf Wiedersehen. Tschüss. So, jetzt kommt eine obligatorisch lustige Cut. Ja, jetzt, ich guck's. In 3, Nein, lass. Und zwar muss ich erst mal... Und dann zähle ich an. Muss ich erst mal gucken. Ich sag schon mal. Eltern fragt... 2, 5. Hallo, liebe Freunde der schlechten, mittelmäßig guten Unterhaltung. Willkommen zu Let's von Deep Play Minecraft. Heid und Sieg. Ja, gut. Ich habe wieder einen lustigen Hide and Seek, Quatsch, einen lustigen Beitrag rausgefunden. Einen lustigen Beitrag rausgefunden von Eltern im Netz. Und ja, den werde ich dann jetzt zum Besten geben. Und zwar heißt der Beitrag: Hilfe, meine Tochter nimmt die Brille. Ah. Das ist ein sehr lustiger Beitrag. So intelligent. Ja. Och man, warum bin ich... Also ich muss jetzt mich jetzt erstmal hier drum kümmern. Ich bin ein Ofen und stehe auf einer Treppe. Ah. Sehr intelligent. Das ist ein sogenannter Treppenofen. Ja. Was ist mit dir eigentlich passiert? Lebst du noch, oder... Nein, ich hab's verpasst, mich zu verstecken. Ah, oh, du bist das Ast. Ich liebe dich auch, LP. Das passt zum Thema der letzten Folge. Ja, jetzt geht's ja im Prinzip wieder um Liebe. Und zwar geht es um Mädchen, die Pille nehmen und die Mutti findet das nicht toll. Warum auch immer. Weil sie will lieber ihre Oma werden. Ja, Hashtag Punkt, Punkt, Punkt. Dann könnt ihr ja heiraten. So. Gut, also. Hedwig Priel, 57, aus Schnackenburg. Vor einem halben Jahr war die Welt noch in Ordnung. Ulrike, meine 17-jährige Tochter, war ein freundliches, aufgewecktes Mädchen, das viele Freunde hatte. Davon leider auch viele Jungen in ihrem Alter, von denen einer ihr fester Freund ist. Obwohl ich eigentlich strikt dagegen bin, dass meine Tochter in so einem Alter schon einen Freund hat, erlaube ich ihnen, sich hin und wieder zu treffen. Allerdings nur hier bei uns zu Hause und mit einer Regel. Es wird nicht geknutscht. Doch alles änderte sich an dem einen Tag, Ende März. An dem Tag habe ich nämlich herausgefunden bzw. herausfinden müssen, dass Ulrike, meine eigene Tochter, die Pille nimmt. Ja, liebe Eltern in der Netzredaktion, Sie haben richtig gelesen. Die Pille. Anti-Baby-Pille. Deutschlands Abtreibungsmittel Nummer 1. Achtung, Achtung, eine kleine Information. Die Anti-Baby-Pille ist kein Abtreibungsmittel, sondern ein Verhütungsmittel. So. Als ich noch am selben Abend im Internet danach suchte, fand ich etliche Seiten, auf denen stand, dass die Pille vollkommen unbedenklich sein soll. Ich aber lasse mich nicht von den Aussagen dieser Vergewaltigungsbefürworter belügen.
Ich habe meine eigenen Recherchen gemacht. Außerdem habe ich selbst gesehen, was dieses Teufelszeug anrichten kann. Bei Vanessa, der 23-jährigen Tochter von meinem Nachbarn Jörg und Antje. Als sie vor einem knappen Jahr zum ersten Mal die Pille genommen hat, bekam sie einen fürchterlichen Ausschlag im Gesicht, an den Armen, überall. 2 Wochen haben sie sie im Krankenhaus behalten. Zu ihrem eigenen Schutz entschied sich also, Ulrike die Pille wegzunehmen. Und damit sie darüber hinaus noch was aus dieser Sache lernt, wusste ich auch schon, wie ich das anstellen konnte. Am nächsten Morgen, als Ulrike in der Schule war, ging ich in ihr Zimmer und suchte die perverse Packung. Ich fand sie nach einigem Suchen in ihrem Kleiderschrank, vergraben unter ihrer Unterwäsche direkt neben ihrem Tagebuch, das ich zusammen mit der Schachtel zur Sicherheit gleich auch mitnahm. Aus der Apotheke besorgte ich mir eine Packung des Abführmittels Mikrolax. Zu Hause leerte ich den Inhalt von Ulrikes Anti-Baby-Pillenschachtel und legte stattdessen die Mikrolax-Tabletten hinein und drumherum den Beipackzettel der Pille, damit es nicht auffällt. Jetzt hieß es warten. Als Ulrike am späten Nachmittag wiederkam, sagte sie mir, dass sie morgen Abend Besuch von ihrem Freund kriegen würde. Ich strengte mich an, so zu klingen, als hätte ich damit kein Problem und erlaubte es ihr. Der nächste Tag, wie abgemacht, klingelte es gegen 19 Uhr an der Tür. Ein dürrer 18-jähriger Türke stand vor mir, der mir schüchtern die Hand entgegenstreckte. Statt sie zu schütteln, bat ich ihn herein und klopfte zur Sicherheit seine Jacke und seine Hosen nach Waffen und Drogen ab. Fand aber nichts. Er lief die Treppe hoch. Ich setzte mich mit meinem Mann aufs Sofa, goss mir einen Rotwein ein und wartete ab. Es dauerte keine halbe Stunde, da hörte ich Stimmen auf dem Flur. Flüsternde Stimmen. Die Badezimmertür wurde aufgemacht. Nach einer Weile hörte ich die Spülung. Die Tür ging wieder auf, eine andere wurde zugemacht und dann war es wieder still. Komm, wir gehen mal halt hier rein. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr jetzt gleich, wenn ich wieder mich heile. So. Jetzt kommen meine Eltern nach Hause, jetzt muss ich mal kurz pausieren, weil sonst kommen die reingestürmt. Wie das? Muss ich mich dann rauscutten. Weil ich habe hier kein Mikrofon, Mute-Button. Ja, gut, dann cut das mal raus.